ist für anorganische Chemie an der Universität Tübingen Professor. Und wir haben außerdem von der Universität Leipzig Professor Dr. Jörg Matysik. Er ist Professor für analytische Chemie. Und mit diesen beiden Experten schauen wir heute mal in die Impfstoffe rein. Eine sehr wichtige Sendung. Ich begrüße ebenfalls Robert Stein. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, meine Herren, dann begrüße ich Sie recht herzlich hier an der Theke. Freue mich, dass Sie hier sind und wir fangen gleich mal an, steigen ein in Medias Res. Sie sitzen ja heute hier aus einem bestimmten Grund. Warum gehen Sie an die Öffentlichkeit? Ja, wir haben Fragen an den Hersteller und an die Verantwortlichen in der Politik. Und es geht um die Sicherheit der Impfstoffe. Und wir haben leider keine Antworten bekommen. Und seit anderthalb Jahren werden wir mit oberflächlichen, teilweise falschen Informationen abgespeist. Das ist natürlich keine sehr erfreuliche Situation, wenn man bedenkt, das ist ja doch ein ganz wesentlicher Eingriff in die Gesundheit von so vielen Menschen ist. Und da würden wir doch gerne mehr hören von den Verantwortlichen in der Industrie, aber eben auch in der Politik. Herr Prozess, ist bei Ihnen in Gang gekommen, dass Sie gesagt haben, das, was ich hier entdeckt habe, das muss geteilt werden. Gab es da irgendeinen Erkenntnisprozess, irgendeinen Moment, einen Aha-Moment, wo Sie gesagt haben, Moment, jetzt hier ist bei mir jedes Warnsignal überschritten schon, ich kann jetzt nicht länger schweigen? Es ging eigentlich mit Details los, wo wir festgestellt haben, da kann irgendwas nicht richtig sein. Mhm. Also in meinem Fall kann ich das erzählen, war das der Beipackzettel des BioNTech-Impfstoffs, wo die Farbe beschrieben werden sollte, das äußere Aussehen. Und da habe ich dann als Chemiker gesehen, das kann so nicht richtig sein, wie das da steht. Und das war dann der Grund, wo wir dann unter Chemieprofessoren begannen zu diskutieren. Und die Kollegen hatten teilweise andere Dinge gefunden. Also Kollege Düker hat in der Statistik des Robert-Koch-Instituts gesehen, dass da Änderungen passierten. Und so sind wir zusammengekommen und haben zunächst mal Fragen gestellt an den Hersteller, die eigentlich nie beantwortet wurden. Also weil unsere Fragen in die Berliner Zeitung kamen, musste der Hersteller an die Berliner Zeitung antworten. Aber wir selber haben von dem Hersteller nie eine Antwort bekommen. Das macht natürlich dann mehr skeptisch. Denn eigentlich hätten wir ja helfen können, die Sachen besser zu machen. Wir haben ja was gesehen, da ist was nicht richtig und wir hätten helfen können. Und unter Wissenschaftlern wäre es üblich gewesen, dass man dann, naja, man kann auch unter vier Augen dann erstmal sprechen, damit keiner blamiert ist und dann überlegt, wie kann man das besser schreiben, zum Beispiel auf dem Beipackzettel. Aber die haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, da kam gar nichts. Und das so läuft wissenschaftlich nicht. Also wenn Virologen, die müssen ja nicht alles aus der physikalischen Chemie wissen und umgekehrt auch nicht. Und dann der normale Weg ist, man hilft sich gegenseitig, man spricht miteinander. Und das ist in der Wissenschaft völlig unüblich, wenn jemand, der eine andere Perspektive hat und sagt, also ich würde mir das mal nochmal angucken aus meinem Winkel, dann würde man das Gespräch nicht zurückweisen. Das geht nicht. Also man weiß ja aus der eigenen Erfahrung, wie begrenzt das eigene Wissen ist. Können Sie uns helfen zu verstehen, was das mit dieser Farbe auf sich hat? Wann die Farbe richtig wäre, wie sie sein müsste? Was ist da der Unterschied zwischen klar und gräulich und bläulich? Und ja gut, okay. Ich meine, das liegt ja daran, dass wir jetzt hier diese Suspensionen haben. Und wenn dort eben Nanopartikel drin sind, aufgrund dessen, weil es eben Rayleigh-Streuer sind, dann bedeutet das, wenn ich dann, je nachdem, in welche Richtung ich bezüglich der Lichtquelle das Ganze betrachte, muss ich eine unterschiedliche Farbigkeit bekommen. Da kann man dann je nachdem rote oder blaue Farbtöne haben. Ja, aber es ist definitiv so, wenn das grau ist, dann ist es definitiv zu groß, das Partikel, ne? Weil dort eben dann das zum Mie-Streuer wird und man dann eben einfach andere Absorptionseffekte hat. Deswegen war ja auch der Punkt der, wie der Kollege Matysik ja auch schon gesagt hat, wenn es grau ist, dann ist das irgendwie komisch. Und wenn das in dem Beipackzettel da so drin steht, dann ist das ein Punkt, der natürlich geklärt werden muss. Ja? Und ich denke, das ist wirklich so, dass wir eben hier primär einfach dann auch mit der Frage einfach herangegangen sind. Unter Umständen wissen Sie es eben einfach nicht oder haben es übersehen. Wie steht es denn genau im Beipackzettel? Im Beipackzettel steht, dass die Substanz farblos sein muss, ansonsten sollte sie verworfen werden. Mhm. Aber wenn die Partikel so sind, wie sie sein sollten, also klein, nicht koaguliert, dann müssen wir eben die Farbeffekte haben. Winkelabhängig, okay, und lichtquellenabhängig. Und insofern, wenn die Partikel aber koagulieren, also zusammenpappen, dann werden sie groß und dann ist dieser Streueffekt weg. Also man kommt von Rayleigh ins Mie-Regime, würde man sagen, und dann wird alles grau. Ist es dann grau oder ist es dann mit farblos verwechselbar? Es ist schon trüb.
Es ist schon trüb. Also das ist auf dem Beipackzettel eben auch nicht so ganz klar. Und bei unserem Nachfragen wurde uns dann auch deutlich, dass die das da gar nicht drüber nachgedacht haben, dass sie es gar nicht verstanden haben. Die meinten nämlich, ja, es ist ja auch gar nicht farblos, es sind sogar Substanzen drin, die eine Eigenfarbe haben. Also was uns verwirrt hat, denn auf der Liste der Substanzen, die eigentlich drin sein sollten, da darf nichts eine Eigenfarbe haben, also nicht absorbieren. Also von daher waren wir dann wirklich schnell im Thema und haben gesehen, was passt da nicht. Und die haben es aber selber nicht gesehen und bemerkt, also weil sie einfach nicht das Wissen aus der physikalischen Chemie haben. Aber es hat sie auch offensichtlich nicht interessiert, weil sie haben ja versucht, das PEI zum Beispiel darauf aufmerksam zu machen. Genau, und auch da hatten wir keine Rückmeldung direkt. Ja. An uns ist nie jemand herangetreten einmal, dass er gesagt hat, das ist ja interessant, lass uns mal. Und das ist ja das, was er auch gesagt hat, als Wissenschaftler sollte man jetzt eigentlich sagen, lass uns mal zusammensitzen, wir gucken uns die Daten mal gemeinsam an und schauen Argument gegen Argument und versuchen so zu gucken, ob ihr wirklich ein Problem ist oder eben kein Problem ist. So funktioniert aber, Wissenschaft. Ja, aber die Verweigerung des Gespräches ist schon erstens mal vollkommen unwissenschaftlich, ganz klar. Und zum anderen auch sehr verwunderlich. Und das hat uns natürlich noch immer mehr, weil warum, ich meine, unsere Fragen sind ja jetzt nicht irgendwie vollkommen aus der Luft gegriffen oder aus der Welt, sondern einfach ganz klassische Daten, die wir haben wollten, die auch einfach bestimmt werden müssten. Und warum verweigert man diese? Und das macht natürlich jetzt nicht unbedingt besonders vertrauensvoll. Also dann, man hätte ja über Transparenz hier doch mehr Vertrauen schaffen können. Man hat aber genau das Gegenteil gemacht. Und das ist natürlich etwas, was uns auch immer mehr gewundert hat dann. Und weshalb wir dann auch gesagt haben, deswegen ja auch dann der Schritt, dass wir sagen, also das müssen wir dann auch in die Öffentlichkeit bringen, weil wenn wir das jetzt nur so auf dem kleinen Dienstweg immer hin und her und hin und her, man muss den Leuten klar machen, hier, irgendetwas ist hier komisch. Ja. Mhm. Und um das dann auch verständlich zu machen, haben wir eben dann diesen Weg gewählt. Mhm. Ich meine, ein zusätzlicher Punkt ist natürlich noch der, dass ja schon von Anfang an es sehr komisch war, weil ja immer, auch bei den Zulassungsstudien ja schon immer gesagt wurde, wir hätten hier eine Wirksamkeit von über 90% oder ähnliches, wobei das ja nur die relative war. Aber eigentlich weiß jeder, die absolute ist die wichtige Zahl. Und die absolute Wirksamkeit war immer unter 1%. Und da natürlich dann auch. Können Sie das kurz erklären? Ja gut, ich meine, die relative Risikoreduktion, die durch diese Studien herauskam, war, dass eben in der einen Gruppe man irgendwie 100 irgendwas mit einem positiven PCR-Test hatte, in der anderen dann nur 10 oder 12. Und wenn man die Zahl miteinander vergleicht, ist das natürlich eine Reduktion um 90%, oder? 80-90% in dem Bereich. Ja. Wenn man sich aber anschaut, wie viele in den Gruppen waren, dann waren das Zehntausende. Und von denen hatten gerade mal ein paar. Und dann ist das natürlich jetzt hier dann diese Reduktion. Geht dann also von, die Wahrscheinlichkeit, es zu bekommen, sinkt von 2% auf 1,2% oder eben. Und das ist eine Reduktion eben nur noch um unter 1%. Okay. Ja. Und aber das ist der wichtige Wert. Denn der Punkt ist ja der, wenn wir hier von Impfstoffen reden, dann ist es so, dass Impfstoffe werden immer nur gesunden Menschen gegeben. Ja, das ist eine ganz andere Ausgangslage, wie wenn wir von Medikamenten reden. Weil Medikamente kriegen immer Kranke, ja, weil sonst brauche ich kein Medikament. Impfstoffe kriegen immer Gesunde, ja, weil sonst dürfen sie ja nicht nochmal geimpft werden. Ja, weil wenn man infiziert ist, darf man ja eigentlich, ja, das ist eigentlich eine Grundregel, wie ich auch gelernt habe von den Medizinern. Und warum das dann so benannt wurde, das ist ein weiterer Punkt, der einen eben zum Nachdenken bricht. Das ist auch einer, der mich primär dann auch zum Nachdenken gebracht hat und gesagt hat, also hier ist doch irgendwas ganz komisch. Ja. Und ich meine, wenn man sich dann das Studiendesign noch ein bisschen genauer anguckt, dann wird es noch komischer, was da passiert ist. Kurze Frage zum Verständnis. Wir reden konkret über BioNTech, da haben Sie Fragen gestellt, und über das Paul-Ehrlich-Institut. Genau. Das Paul-Ehrlich-Institut, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, das ist nicht nur für Deutschland verantwortlich, sondern auch für die Impfstoffzulassung für ganz Europa. Das ist richtig. Das heißt, auch für Dänemark zum Beispiel. Das ist richtig, ja. Ja. Und aus Dänemark gibt es ja eine sehr interessante Studie von Anfang dieses Jahres, auf die können wir ja dann auch gleich nochmal eingehen. Sollen wir da mal hineinschauen? Dann Robert bereitet das hier vor. Genau, also eine Studie in Dänemark, wann kam die raus? 2023? Ja, vor wenigen Monaten ist die erschienen, sind also ganz neu, und da haben drei Dänen die dänischen Gesundheitsdaten durchforstet und festgestellt, dass die unterschiedlichen Chargen, die ja alle nummeriert sind, ganz unterschiedliche Eigenschaften hatten. Und die haben das in drei Gruppen unterteilt. Da sind die blauen, die besonders gefährlich sind. Da sind die grünen, die eigentlich auch recht gefährlich sind. Und die gelben, die sind also ganz unten aufgetragen. Die haben bislang jedenfalls keinerlei Nebenwirkungs-
Berichte hervorgebracht. Also wir wissen aber nicht, woran das genau liegt. Also und das da haben wir eine Korrelation und so kommen diese drei Gruppen zustande, dass die der Bericht, dass die Zahl der berichteten Fälle, das ist also diese Achse, und die Häufigkeit, mit der diese Charge eingesetzt wurde, korrelieren. Das heißt also, diese gefährlichen blauen wurden weniger eingesetzt, während die gelben, die bislang noch, über die bislang keinerlei Gefahren bekannt sind, die sind mehr eingesetzt worden und länger eingesetzt worden. Also das ist natürlich eine erstaunliche Korrelation, die hier die Dänen gefunden haben. Kann man spekulieren, was der Hintergrund ist. Und auch da, bevor man spekuliert, am besten wäre, man hätte die Daten vom Paul-Ehrlich-Institut oder die würden das wirklich auch mal auf den Tisch legen, was das bedeutet, damit man nicht spekulieren muss. Aber da hat es leider auch keine vernünftige Antwort gegeben. Es hat eine Antwort gegeben, aber die war sehr ungewöhnlich. Zur blauen Kurve fällt mir eine Aussage, die in einem anderen Interview, ich glaube, es war mit dem Herrn Hopf, gefallen ist. Und zwar ging es darum, dass bei diesen blauen Chargen eine schwere Nebenwirkung bei 11 verabreichten Impfstoffen aufgetreten ist. 11, 1 zu 11. Und da kam irgendwie der Vergleich mit einem russischen Roulette mit 1 zu 11. Also würde ich auch nicht spielen, ja, dieses Spiel 1 zu 11. Ist das wirklich so extrem auffällig gewesen? Das ist offenbar der Fall gewesen. Und das sind 8 oder 9 blaue Punkte. Also alle diese Chargen sind schon sehr früh auch von der Herstellerfirma berichtet worden. Es gibt einen Sicherheitsbericht, der aus unseren Behörden, der Bundesregierung, damit auch dem Paul-Ehrlich-Institut bekannt sind. Die haben das also auch zugegeben. Und da werden genau diese Chargen auch als gefährlich bezeichnet. Also insofern, das ist schon sehr lange bekannt, dass da mit diesen Chargen ein Problem vorliegt. Was die gelben angeht, ist es jetzt schwierig zu sagen. Und also was da die Ursache ist. Und manche Menschen meinen, das könnten Placebos sein. Und dann sind die ungefährlich. Andere sagen, es könnte auch daran liegen, dass die später, das ist auch der Fall, auf den Markt kamen. Und da waren dann die dänischen Behörden schon überlastet. Und deshalb sind also die Nebenwirkungen nicht mehr eingetragen worden. Man weiß es nicht. Also das wird sich noch klären. Was die Zahl angeht, die Sie gerade genannt haben, das russische Roulette 1 zu 11, das Paul-Ehrlich-Institut selber hat in der Antwort auf die Dänen eine Zahl genannt und gesagt, dass auf jede Impfung 5 Nebenwirkungen berichtet worden wären. Also das ist Blödsinn, aber das steht da drin. Ja. Also jeder kann das nachlesen und man wundert sich, dass die diese Zahl herausgeben. Aber das zeigt, dass die Kontrolle über die Geschichte verloren haben. Also jeder kann das nachlesen. Ne? Das ist 5 Nebenwirkungen pro Impfung. Das wäre das, was sie herausgefunden haben. Und nach ihrer Ansicht ist das also kein Grund zur Sorge. 5 Nebenwirkungen pro Impfung ist über alle Chargen gleich verteilt, sagen die. Und damit ist vom Tisch, dass die Chargen unterschiedlich wären. Also so wird da argumentiert. Und dass also die 5 Nebenwirkungen pro Impfung ein Problem wären, das wird überhaupt nicht erwähnt. Ist es denn erklärbar, warum diese unterschiedlichen Chargen so unterschiedlich wirken? Ist das die Herstellung? Ist das die Verabreichung? Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass die Ärzte aus Reflex oder aus Routine geschüttelt haben und damit irgendwie einen Effekt auf die Nanopartikel ausgelöst haben. Ist Ihnen der Mechanismus bekannt mittlerweile, warum wir so verschiedene Gefährlichkeiten haben? Der Mechanismus ist uns natürlich nicht bekannt, weil das einordnen zu können, bräuchten wir erst einmal die Daten, die wir immer die ganze Zeit anfragen, die wir gerne in die Prüfprotokolle hätten, um zu sehen, gibt es hier Varianzen in dem Faktor A, B, C, der damit korreliert. Und dann könnte man das ja eingrenzen und sagen, okay, wenn das hoch ist, dann hier. Ja, also das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass hier natürlich gigantische Toleranzen erlaubt sind. Das ist offiziell bekannt, dass zum Beispiel die Wirkstoffmenge an dieser mRNA darf um den Faktor 4 variieren. Ja, das heißt also 400% Varianz ist erlaubt. Was ich persönlich, als ich das gesehen habe und wir in unserer Gruppe allgemein, haben es erst einmal nicht glauben können, dann haben wir es zigmal nachgerechnet. Ich habe das auch mal prüfen lassen von allen möglichen Kollegen, weil ich das wirklich... Nein, aber es ist so. Ja, es darf tatsächlich in den Faktor 4 variieren. Was für ein Medikament in meinen Augen, ja, also ich vergleiche das immer so gerne mit einem 500er Aspirin. Ja, bei einem 500er Aspirin würden Sie ja erwarten, dass da 500 plus minus vielleicht 1 Milligramm, ja, also so genau sollte man liegen können, drin ist, aber nicht zwischen 200 und 800. Okay. Aber das ist dort erlaubt. Und der zusätzliche Aspekt, den Sie erwähnt haben, ist natürlich auch so. Es wurde ja immer gesagt, es darf nicht geschüttelt werden, sondern man muss es eben vorsichtig wenden, um es zu homogenisieren. Ja. Dann die Tieftemperatur.
Lagerung war auch noch ein Problem. Ne? Das heißt, es wurde ja gesagt, die sind extrem empfindlich. Das kann natürlich auch einen Einfluss haben. Das heißt, wir haben das eine, wir haben das andere. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, wir wissen ja nicht, weil das ist ja nicht das eigentliche Impfagens oder das die Immunantwort auslöst, sondern das soll ja die Zellen dazu anregen, das Spike-Protein zu produzieren. Und das Spike-Protein, darauf wird dann die Immunantwort entsprechend entwickelt. Aber wir wissen nicht, erstens, wie sich diese Lipid-Nanopartikel, die beladen sind mit dieser mRNA, im Körper wirklich verteilen. An welchen Stellen, in welcher Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Spike wird pro mRNA überhaupt produziert. Und wir wissen auch nicht, wie lange es wirklich produziert wird. Wir wissen nur, dass das, was gesagt wurde, alles falsch ist. Ja, es wurde ja gesagt, es bleibt nur an dem Ort. Das war von vornherein klar, das ist nicht so. Das wusste man aber eigentlich vorher an anderen Nanopartikeln schon, dass die hat man an Ratten und Mäusen getestet und hat gesehen, dass sie eben sehr stark auch in die Leber gehen, auch in die Gonaden, also in die Eierstöcke und teilweise auch ins Gehirn, wurde dort auch schon festgestellt. Und des Weiteren ist auch so, dass dann die Aussage, ja gut, nach ein paar Tagen ist alles erledigt oder nach ein paar Stunden oder sowas, ist auch falsch. Weil wir wissen auch jetzt heutzutage, dass es mindestens, wenn es dumm läuft, Monate dauern kann, ja, bis tatsächlich dann diese Produktion aufhört. Ja. Und wo dann die obere Grenze ist, ja, ist, würde ich mal sagen, bisher immer noch unbekannt. Ja. Mhm. Also, sind diese großen Varianzen in den Toleranzen damit erklärbar, dass die vielleicht einfach aus industrietechnischer Sicht nicht in der Lage sind, das genauer herzustellen. Und das ist ja bei den Nanopartikeln ähnlich. Da gibt es eine Toleranz zwischen 40 und 180 Nanometern, ja. Die da erlaubt sind. Also tatsächlich ist die Herstellung dieser Partikel wirklich sehr anspruchsvoll. Und das merkt man ja auch schon daran, dass die Empfindlichkeit enorm war. Also dass das nicht gleich auseinanderfällt. Es ist schon erstaunlich. Nicht schütteln. Ja, nicht schütteln, genau, das reichte schon. Also nur, das durfte man schon nicht machen. Also deshalb, es ist wirklich eine sehr empfindliche Substanz und es ist eigentlich erstaunlich, dass das überhaupt so... Und dann so einer industriellen Massenabfertigung, ja, so zack, zack, zack. Es ist wirklich eine große Herausforderung. Passt gar nicht zusammen, so die Anforderungen und die Umsetzung. Die Idee, das Konzept, was dahinter steht, das theoretische Konzept ist schon ziemlich alt. Und das ist aber einfach praktisch nicht umsetzbar gewesen. Sie meinen jetzt diese mRNA? Genau, die Technologie. Die Idee ist schon alt. Immer wieder hat man es versucht, aber es war einfach nicht stabil. Und das stabil hinzubekommen, das ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Genau, also ich glaube, die europäische Zulassung, das versucht man ja schon seit weit über 10, vielleicht sogar schon 20 Jahren, da auch für den europäischen Markt für diese Technologie eine Zulassung zu bekommen. Und die wurde immer wieder abgelehnt, wegen genau den Gründen. Ja, und dann bei Corona ging es im Schnellverfahren dann plötzlich doch. Ja, ich meine, das ist halt denn unter Umständen eben einfach den Rahmenbedingungen geschuldet, die da geschaffen waren. Ja, diese Panik, die existierte, und da hat man eben einfach eine Vielzahl an Sicherheitsfaktoren jetzt nicht berücksichtigt, die aber eben eigentlich zu berücksichtigen sind. Ja. Aber wenn jetzt jemand sich am Anfang der Impfkampagne hinstellt und sagt, ich garantiere eine 100%ige Wirksamkeit und eine 100%ige Sicherheit, weil so war es ja am Anfang. Man hat dann immer weiter reduziert und irgendwann hat man festgestellt, es wirkt eigentlich gar nicht mehr so richtig oder wenn dann nur ein paar Wochen. Aber ist ja eigentlich schon kriminell, weil Unwissenheit kann man ja an dem Punkt eigentlich nicht unterstellen, wenn man behauptet, wir wissen, obwohl das nicht der Fall war, weil es lagen keine Studien vor. Auch was die Wirksamkeit betrifft, man konnte ja zu dem Zeitpunkt eigentlich über die Wirksamkeit der Impfstoffe überhaupt gar keine Aussagen treffen oder... Verstehe ich das falsch? Ja gut, ich meine, über die Wirksamkeit, das ist ja diese Studie gewesen mit dieser 0,1%. Mhm. Das wusste man schon. Aber der Punkt ist der. Das Einzige, was man wusste, ist, dass man durch diese Spritze dann nur sozusagen die Zahl der positiven PCR-Tests reduziert. Weil das war das Studiendesign. Ja. Was anderes wurde da gar nicht überprüft. Ob das jetzt schwerer Verlauf ist oder Hospitalisierung oder ähnliches, das war gar nicht da drin. Also es ging nur darum, dass man eben die Zahl derjenigen, die dann eben einen positiven PCR-Test aufweisen, kleiner hat. Und das war eben in der Impfstoffgruppe kleiner als in der entsprechenden Placebo-Gruppe. Wobei ja auch dort aufgrund des Studiendesigns auch schon manipuliert wurde, weil ja denn die Impfärzte angewiesen wurden, dass wenn sie jemanden haben, der zum Beispiel Krankheitssymptome aufweist, sie aber wissen, dass er in der entsprechenden
Impfstoffgruppe ist, sollen sie ihn mit Aspirin abspeisen oder mit irgendwas Fiebersenkendem. Und einer, der in der entsprechenden Placebo-Gruppe ist, der soll zum PCR-Test geschickt werden. Mhm. Womit man dann auch schon hier noch einen gewissen... Das macht ja die Ärzte, die dem gefolgt sind, ja irgendwo zu Komplizen in diesem System. Oder wussten die nicht, was die taten? Ich weiß nicht, was die Triebkraft ist. Das die offizielle Anordnung ist. Einfach, man könnte denen das jetzt sagen, wir machen das aus controlling-technischen Gründen, wir brauchen die Daten. Okay, gut, nachvollziehbar. Ja. Und ich meine, es ist immer schwierig, dann das zu sehen. Ich meine, dieser Panikzustand, nennen wir es vielleicht mal, der hat natürlich auch viele Probleme aufgeworfen. Ja? Und es ist dann immer schwierig, wenn ich erst einmal in eine Richtung gegangen bin, dann die Sache irgendwie zu stoppen. Ja? Und das ist ja etwas, was hier auch vielfach passiert ist und was, glaube ich, auch ein ganz großes Problem darstellt jetzt hier in der aktuellen Situation. Stichwort Placebo-Gruppe. Ich weiß nicht mehr, wann die Meldung kam, dass diese Placebo-Gruppen dann die Möglichkeit bekamen, auch geimpft zu werden. Und da haben sich, glaube ich, meines Wissens nach 98% dafür entschieden, weil ja alle, ich habe die Placebo gekriegt, ich will sofort die Impfung haben. Und damit wurde diese Studie dann entblindet, so wie ich das gelesen habe. Können Sie uns das kurz erklären, was das bedeutet dann auch für die Studie insgesamt, wenn die Placebo-Gruppe dann nicht mehr... Das ist die offizielle Studie. Genau. Ja, gut. Was das für die Studie bedeutet, ist, damit ist die Studie gestorben. Mhm. Das ist ganz kurz, knapp und klar zu sagen. Denn damit haben wir keinerlei Möglichkeiten mehr. Und eigentlich war das ja sogar so, das war ja eine auch der Vorgaben, die von der EMA gemacht wurden, dass sie ja die Langzeitstudie noch brauchen und deren Ergebnisse. Aber die kriegt man dadurch natürlich nicht mehr, weil wenn alle dann diese Substanz bekommen haben, dann kann man nicht mehr entscheiden. Wo ist der Vergleich? Genau, wo ist dann die Langzeit? Ja, und die Langzeiteffekte sind natürlich auch noch von ganz entscheidender Bedeutung, ja, weil eben viele Dinge ja erst nach vielen, vielen Wochen oder Monaten herauskommen. Ja. Vor allem, weil wir ja immer mehr lernen, dass eben das Ganze so lange wirkt. Ja. Und das ist ja ein Punkt, ich meine, wie er schon gesagt hat, früher war das Problem, dass eben dann hier die Stabilität nicht gewährleistet werden konnte. Und das hat man ja dadurch erreicht, indem man dann eben diese mRNA, diesen natürlichen Prozess eben einfach sozusagen modifiziert hat. Weil was verspritzt wird, ist ja nicht mRNA, sondern es ist ja modifizierte RNA. Also chemisch modifiziert, eine Methylgruppe mehr. Ja, und außerdem ist eine der entsprechenden Basen einfach auch noch gedreht worden. Also man hat nicht das Uridin, sondern man nimmt das Pseudouridin und dann hat man das an einer Stelle noch methyliert. Und das hat dazu geführt, dass das Ganze dann eben einfach von der, sagen wir mal, von den RNAsen nicht mehr so schön abgebaut werden kann, von der Immunsystem nicht mehr so gut erkannt wird. Und gleichzeitig führt es auch noch dazu, dass die Transfektionsrate, also die Menge an Proteinen, die produziert wird, wird hochgeschoben. Und gleichzeitig wird noch die Fehlerrate erhöht. Dadurch. Und das führt eben dazu, dass eben, weil mRNA, wie ich das von Kollegen aus der Medizin und Biochemie gelernt habe, eigentlich nur Sekunden oder Minuten. Ja? Weil sie lesen das im Zellkern ab, dann wird das rausgetransportiert an die Ribosomen, dort wird das Protein produziert und dann wird das Ganze wieder zerhäckselt, und weil man braucht den Bauplan ja nicht mehr. Und das geht eben Sekunden bis Minuten. Und durch diese Modifizierung hat man diesen Prozess jetzt auf Tage bis Monate verlängert. Ja, und da wird die ganze Zeit produziert. Und das ist natürlich meiner Meinung nach eigentlich eine Pervertierung dieses natürlichen Prozesses. Ich versuche das mal zu übersetzen. Simulation. Für Nicht-Chemie-Professoren. Das heißt, wenn das nicht nur Sekunden und Minuten im Körper dauert, sondern über Monate hinweg geht, wird die Anzahl der schädlichen Stoffe aufsummiert und wird immer schädlicher sozusagen. Sie haben dann ständig, immer wieder wird das Spike-Protein produziert. Ja, und man hat ständig diese, und ich meine, dass das giftig ist, das wusste man vorher schon. Ja. Also diese Untersuchungen hat man in alle möglichen Modellsystemen festgestellt, dass die eben einfach Entzündungsreaktionen auslösen. Ja. Und wenn man irgendwo im Körper ständig Entzündungsstoffe produziert, ja, dass das nicht gesund ist, das, glaube ich, leuchtet jedem ein. Ja. Also, und wie schon gesagt, die Langzeitwirkung. Und der zusätzliche Punkt noch, und das finde ich auch in der Technologie eigentlich auch so ein Problem, wenn dieses Spike-Protein produziert wird, dann wird es ja von der Zelle auf der Oberfläche auch exprimiert. Was heißt exprimiert? Es ist dort angedockt, ja, und wird dann sozusagen dem Immunsystem präsentiert und dann werden dann die Antikörper dadurch gebildet. Und das soll ja die Immunantwort auslösen, die man möchte. Gleichzeitig ist es aber so, sobald eine Zelle so ein Antigen präsentiert, erkennt das Immunsystem und zerstört sie. Mhm. Also der Körper führt Krieg gegen sich selbst. Natürlich. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, ja gut, dann ist es eine Frage der Größe, die wichtig wird. Und wenn man sich anschaut, was wird denn eigentlich hier gegeben? Und das sind ja immer nur ganz kleine Mengen. 30 Mikrogramm von dieser modifizierten RNA. Übersetzt man aber diese 30 Mikrogramm mRNA in Teilchenanzahl, dann reden wir hier von ungefähr 10 Billionen. Ja, und das ist dann schon mal eine Zahl, die jetzt
nicht mehr unerheblich ist. Und gucken wir uns die Nanopartikelchen an, dann sind die in der gleichen Größenordnung von der Anzahl her. Also auch so 10 Billionen ungefähr. Pro Schuss. Was die Nanopartikel betrifft, die, wenn die Toleranz zwischen 40 und 180 Nanometer liegt, hat es dann dieselbe Wirkung, wenn jetzt die Nanopartikel nur 40 oder eben im extremsten Fall dann 180 ist? Ändert das was an der Wirkung im Endeffekt? In jedem Falle. Also die Wirkung von Nanopartikeln hängt von der Größe ab. Das ist also auch für Chemiker was Besonderes, dass wir solche Substanzen haben. Mhm. Und in der biologischen Funktion heißt das zum Beispiel, ob bestimmte Schranken, also Blutgehirn, überwunden werden können, ist größenabhängig. Mhm. Und je kleiner, desto besser? Desto eher überwindet es diese Schranken. Ja. Also so irgendwie kann man sich fast vorstellen wie so ein Filter oder sowas, ne? So eine Schranke. Ja. Und wenn halt dann die Teilchen kleiner sind als die Poren, dann ist diese Filterwirkung nicht da und dann geht das eben einfach durch. Ja. Und wenn es halt größer wird, irgendwann bleibt es dann da hängen. Ne? Oder es braucht also einfach deutlich länger. Je kleiner die Teilchen, desto mehr verteilen die sich im Körper. Mhm. Logisch. Also diese Größenverteilung, die enorm breit ist, ist deshalb ein Problem, weil wir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Prozessen auslösen. Mhm. Also mit Wirkung meine ich jetzt weniger die Impfwirkung, sondern vor allem die Nebenwirkungen. Was kann denn dadurch alles letztlich ausgelöst werden? Ja, wir bewegen uns ja jetzt hier gerade im spekulativen Raum, weil wir ja keine Daten haben, aber weil ja uns gesagt wurde, die Sachen sind ziemlich nebenwirkungsfrei und uns wird auch über die sogenannten Mainstream-Medien ja nach wie vor verkauft, dass das auch sozusagen der aktuelle Stand der Forschung ist. Ja, aber es scheint ja dann doch nicht so zu sein. Definitiv ist es das nicht. Ich meine, aber das war ja schon von Anfang an eigentlich auch. Ich meine, es gab ja durch den Freedom of Information Act, wurde ja von Pfizer mal in diese eine Nachverfolgungsstudiendaten sozusagen, die vom, ich glaube, es datiert vom Januar oder Februar 21, ja, also kurze Zeit später, nachdem das Ganze ausgerollt wurde. Und da haben sie ja schon auch dann die Nebenwirkungen gelistet, sozusagen. Ja. Und das sind ja 6 Seiten. Eng beschrieben, ja, wo man sich sagt, also gibt es eigentlich irgendeine Nebenwirkung, die durch nicht ausgelöst wird. Also, als ich das gesehen habe, ich gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, das ist doch. Und standen die dann auch im Beipackzettel später drin? Nein. Also jetzt neulich hat die Bundesregierung auf eine Anfrage im Parlament geantwortet, ob es jetzt zwischen Paul-Ehrlich-Institut und den Krankenkassen endlich, also gesetzliche Pflicht wäre das schon viel eher gewesen, eine Analyse gibt der Krankenkassendaten. Und da wurde auch gefragt, wonach oder welche Krankheiten abgefragt werden. Und das war eine 5-seitige Liste, die dann im Anhang war. Also alles, was es gibt, ist da in der Liste vertreten. Ja. Wir sprechen ja die ganze Zeit von Warnsignalen, die eigentlich schon von Anfang an da waren. Schon in den ersten Versuchen von den Herstellern war klar, da stimmt irgendetwas nicht. Mittlerweile haben wir ja, ich weiß nicht, wie viele Hinweise und Daten dafür, dass das hochgefährlich ist, das Ganze. Warum gibt es auf Seiten der politischen Entscheidungsträger überhaupt keinen Erkenntnisprozess diesbezüglich? Weil Warnsignal ist ja, okay, hier, es könnte was schlimm sein, aber wir wissen ja, dass es jetzt schon extrem schlimm ist. Wir haben in Deutschland Zehntausende Opfer, die auch als solche benannt werden. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Wir reden hier von Hunderttausenden Menschen, vielleicht sogar noch höher. Was muss denn geschehen, dass da jetzt dann der Groschen fällt langsam? Oder ist das jetzt too big to fail? Also wenn man das eingesteht, dass dann quasi das ganze System kollabiert. Wie können Sie sich das erklären? Weil ich versuche das seit Jahr und Tag zu durchdringen, diesen Gedanken. Mir ist da noch keine abschließende Antwort gelungen. Also wir müssen da durch. Die Aufklärung muss stattfinden und die wird stattfinden. Also aus dem Ausland, gerade in den USA, da kommen immer wieder Dokumente auf den Tisch. Mhm. Also manche der Sachen, die wir gerne vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen hätten, die kriegen wir halt aus den USA. Also insofern, es wird schon stattfinden. Gibt es international eine größere Aufklärungsbewegung wie in Deutschland? Sind wir da in einer Kugel gefangen und schauen nicht, was außen passiert? Also ich würde sagen, dass der politische Prozess in den USA weiter ist als bei uns. Was Menschen angeht, die sich um Aufklärung bemühen, da gibt es sicherlich in Deutschland auch einige. Mhm. Aber der Widerstand ist doch größer hier. Ich glaube, wir haben uns auch unsere Politiker haben sich auch sehr weit aus dem Fenster gehängt, wenn sie sagten, es ist 100% Wirkung und 100% Wirkung nebenwirkungsfrei. Das hätte man so nicht sagen dürfen. Man hätte sagen sollen, es gibt ein Problem, da ist ein Virus, ein neues Virus. Wir haben alle keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Also wir haben nur fürchterliche Berichte, die aus China vorliegen. Und
auf der anderen Seite gibt es da eine Substanz, die vielleicht helfen könnte. Die ist aber ganz neu. Wir wissen das noch nicht. Und das wäre die Art und Weise gewesen, wie man die Menschen hätte informieren müssen. Ja, aber wer hätte sich dann schon daran beteiligt? Ja, wer will schon freiwillig bei einem Versuchskaninchen sein? Bei Corona ist es, sage ich mal, noch ein Glücksspiel gewesen, infizierst du dich oder nicht. Ja? Bei der Impfung bist du definitiv dabei, wenn du dich dafür entscheidest. Und ja. Gut, ich meine, das sind halt jetzt, ich meine, diese Fragenkomplex ist natürlich extrem schwer zu beantworten, weil man das dann jetzt ja nicht sauber einordnen kann. Da gibt es dann, muss man viel spekulieren etc. Aber ich meine, ein Punkt ist natürlich klar, ich meine, diese Fehler, die gemacht wurden, die sind hausgemacht. Also ich meine, weil man hätte das definitiv anders benennen müssen, klarer, objektiver, so wie es ist. Und das hätte natürlich dann dazu geführt, dass dann hier die meisten Leute nicht mitgegangen wären. Vor allem, weil es ja auch nach den ersten Untersuchungen, ich meine, die ersten Berichte aus Wuhan, China und so, die waren natürlich alle erschreckend. Dann wurde ja viel modelliert und da ist ja auch dann meistens irgendwie, je größer die Zahl, desto besser. Ich weiß es auch nicht, da kann man es vielleicht höher publizieren. Ich weiß es nicht, was da der Grund ist. Und dann kamen ja aber die echten Analysen, Studien hier, zum Beispiel von Ioannidis oder Streeck oder anderen. Und da hat man ja dann die Gefährlichkeit schon einschätzen können. Und da kam dann ja schon heraus, wir liegen hier im Bereich 0,1 bis 0,2% Infection Fatality Rate. Und wenn man sich dann anschaut, das ist eine Zahl, die sagt nichts, aber die muss man natürlich dann in den Kontext setzen. Ja, und dann sieht man, das ist genau der Bereich, den wir für die Grippe auch haben. Ja, und dann hätte man ja sagen müssen, Glück gehabt. Ja, auch wenn es neu ist und wenn wir hier irgendwie wenig vielleicht direkte Immunität haben. Kreuzimmunität existierte natürlich immer, klar, logisch. Warum alle plötzlich ihre Lehrbücher vergessen haben, das ist mir auch vollkommen schleierhaft, aber es war so. Aber das ist der Moment, wo man dann sagt, wunderbar. Ja. Wir müssen uns also darum bemühen, die Körperabwehr hochzunehmen, ja, damit die Leute ihr Immunsystem hochfahren. Und dann, also Lockdown war im Prinzip genau das Falsche, die Leute zu Hause mit Pizza vorm Netflix einzusperren, anstatt denen das Joggen zu erlauben. Ja, ja, klar. Ja. Natürlich. Ja, ja. Ja, gut, es waren auch totale Überreaktionen an der Stelle, die man eben einfach auch nur mit ja, Panik vielleicht dann ein bisschen erklären kann. Ja? Also, weil anders ist das nicht erklärbar. Ja? Ja, ich meine, wenn Leute da nicht mehr auf der Parkbank sitzen Strategie. Dürfen und von der Polizei gejagt werden, weil man mal ein Buch liest ja, draußen. Ich habe immer noch das Schild vor Augen, Verweilverbotszone. Das ist für mich das, was über alles steht, egal wie viele Kindergeburtstage verboten worden sind. Aber so ein typisch deutsches Wort, Verweilverbotszone, das hat sich bei mir eingebrannt. Aber nochmal auf das Wort Wuhan zurückzukommen. Es gab von Anfang an eben auch schon Wissenschaftler, die gesagt haben, hey, wir haben uns das Ding genau angeschaut. Stichwort Furinspalte, das weist eindeutig auf den menschlichen Ursprung hin. Da wurde dran rumgedoktert. Mhm. Und es gab ja dann eben auch diesen Brief, unterschrieben von Dutzenden von Wissenschaftlern und eben auch von Dr. Drosten, dass das auf gar keinen Fall menschlich sein kann. Zoonose ist der wahrscheinlichste Ursprung und so weiter. Wir wissen es mittlerweile alle besser. Hätten diese Wissenschaftler das nicht auch von Anfang an wissen müssen? Oder haben sie es vielleicht sogar gewusst? Wir spekulieren hier gerade. Ja. Ja gut, ich meine, aus dem E-Mail-Verkehr, der ja auch in den USA herausgekommen ist oder sowas, deutet ja vieles darauf hin, dass sie es wirklich aktiv wussten und dass sie es aktiv hintertrieben haben. Ja, also ich meine, die Dinge, die jetzt dann hier zum Beispiel Kollege Wiesendanger, der das ja alles akribisch recherchiert hat und der hier eine saubere wissenschaftliche Beweiskette, würde ich es mal nennen, aufgestellt hat. Und nachdem, wenn man sich das alles durchschaut und die Beweise sich anguckt und was an Gegenargumenten da ist, würde ich mal sagen, kommen wir auf eine Wahrscheinlichkeit von ja, größer 90%, dass es definitiv Ergebnis einer Gain-of-Function-Forschung gewesen ist. Ja. War es jetzt absichtliche Freisetzung oder Unfall, das bleibt, das werden wir nicht herausfinden können. Ja. Das, es sei denn, es kommt jemand, der sagt, ich war's, werden wir das nie erfahren. Ja. Ja. Was wir wissen, ist, dass all diejenigen, die von Anfang an auf diese Dinge hingewiesen haben, Dr. Pfirner zum Beispiel aus Augsburg ist so ein Thema, oder Wodak und Bakhti und all die anderen Wissenschaftler, die gesagt haben, Moment mal, hier stimmt was nicht, die wurden bestraft mit der kollektiven Ausgrenzung. Man hat ihnen ja die Existenz vernichtet in vielen Fällen. Man hat sie quasi vor die Tür gestellt. Und es ging einfach, also man hat alles über den Haufen geworfen, was an Normen, an Prozedere in so einem Fall eigentlich da gewesen wäre. Wie können Sie sich das erklären? Warum alle unisono in das gleiche Horn gestoßen haben und jeder, der was anderes gesagt hatte, wurde zum Buhmann? Weil Wissenschaft ist anders definiert, genau, in meinen Wissenschaft Augen. Wissenschaft ist immer Diskussion und es ist immer erlaubt, mit Fragen zu kommen. Also wenn wir nach dem Vortrag Fragen
stellen lassen, dann sagen wir oft, es gibt keine dummen Fragen. Jeder soll fragen, was ihm auf dem Herzen liegt. Also das ist Wissenschaft, das ist das Prinzip, selbstverständlich. Und das ist hier nicht eingehalten worden. Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja, also da kann man auch nicht sagen, dass wir da besonders schlecht abgeschnitten haben in Deutschland. Also ich glaube, wir sind da im Durchschnitt gewesen. Das hat überall versagt. Wir haben in vielen Ländern uns gleich schlecht verhalten und den eigentlichen wissenschaftlichen Prozess, also das Fragenstellen, nicht zugelassen. Aber das ist ja jetzt ein sehr starker Hinweis darauf, dass es da irgendwie so eine internationale, unsichtbare Krake gibt, die das steuert, weil es ist ja unvorstellbar. Ich meine, dass mal ein Institut total versagt, ja, schlechtes Personal oder was auch immer, das ist ja noch vorstellbar. Aber dass alle Institute weltweit gleichermaßen versagen, also das kann man nicht mehr mit einem Zufall schönreden. Da muss es was Höheres gegeben haben, was da Einfluss genommen hat, was da sozusagen auch Druck ausgeübt hat und gesagt, hier so läuft das jetzt, hier ist das Drehbuch, sage ich jetzt mal, hier sind die Standards und so weiter und so fort. Und tatsächlich haben wir ja im Vorfeld, auch wenige Monate vor dieser Pandemie, eine Änderung alleine schon der Definition einer Pandemie bei der WHO. Weil so wie es abgelaufen ist letztlich, wäre das noch ein paar Jahre vorher gar nicht als Pandemie durchgegangen, laut Definition. Und so weiter. Also da sieht man auch, oder dieses Event 201, sei da nur erwähnt, oder 301. 201, ja, egal. Oktober 19. Wir wissen alle, was gemeint ist. Es sind ja irgendwie schon Indizien darauf, dass es da schon eine Art Vorwissen gab oder wie auch immer. Weil das interessanterweise halt auch noch genau dieselben Leute sind, die vorher in solchen Simulationen anwesend waren, dann die dann weltweit das führende Zepter in der Hand hatten und die auch mit den Impfstoffherstellern verbandelt waren. Also man könnte schon sagen, das ist so irgendwie so eine Clique, die da irgendwie überall die Fäden gezogen hat. Ja? Ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Gut, ich meine, aber es ist natürlich so, dass sich jetzt mit der Zeit eben immer mehr diese Einflussnahmen, die zum Beispiel von der Pharmaindustrie auf Medizininstitute, auf Universitäten, auf Lehrstühle etc. Das hat sich ja dann, und das ist ja ein schleichender Prozess. Das geht ja jetzt nicht von heute auf morgen, sind plötzlich alle Professoren, ne, von denen bezahlt, sondern das geht langsam und baut sich immer mehr und immer mehr auf. Ja. Und unter Umständen ist jetzt das, was wir erleben, einfach sozusagen das Endergebnis dieser Einflussnahme. Lobbyismus. Und sodass dann, wobei man auf der einen Seite sagen muss, ich weiß nicht, ob die Wissenschaft wirklich so komplett versagt hat. Eines hat ganz definitiv vollkommen versagt und das ist der Journalismus. Ja. Mhm. Weil wenn man die Wissenschaft sagt, dann muss man sich anschauen, es gab die Great Barrington Declaration. Mhm. Da waren ja drei der führenden Epidemiologen, ja, also Kaufmann, Gupta und Bhattacharya, die in Stanford, in Oxford und in Harvard Lehrstühle hatten oder haben. Ich glaube, die haben sie noch, ja, sie wurden noch nicht geboren. Und diese Great Barrington Declaration wurde ja von noch weiteren, momentan sind es knapp 1 Million Unterzeichner, unter denen ja auch 60.000 Wissenschaftler und Ärzte. Ja, das heißt, es gab eigentlich eine große Bewegung. Aber der Punkt ist der, die Great Barrington Declaration ist ja in den Mainstream-Medien totgeschwiegen. Die gibt es dort nicht. Mhm. Und ich glaube, es ist außerhalb, also dass es auf der normalen Bevölkerung überhaupt nicht klar ist, dass es das gab. Ja? Dass es dort eine riesige Zahl an Wissenschaftlern gab, die von vornherein schon gesagt haben, Leute, nein. Man hat es dann auf Wodak und Bhakti begrenzt. So nach dem Motto, hier gibt es zwei, die sehen es anders. Ja? Ja, genau. Aber 99,9%. Genau. Ja, aber ich meine, man sieht ja, dass es nicht 99,9%. Ja. Man hätte ja einfach nur gucken müssen, wie viele Wissenschaftler gibt es denn in dem Bereich. Ja? Und wie viele Wissenschaftler wurden ständig immer in den Mainstream-Medien präsentiert. Und wir wissen es ja auch von den Protokollen des Corona-Rates, die durch auch einen, ich weiß gar nicht, aber irgendjemand hat sozusagen auch durch den Informationsfreigabe Gesetz da diese Protokolle veröffentlicht bekommen, die leider nur geschwärzt veröffentlicht wurden, aber auch daraus geht ja hervor, dass man vieles wusste und sich viel mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie man es der Öffentlichkeit verkauft, anstatt jetzt mal irgendwie wirklich da wissenschaftlich oder so vorzugehen. Und von diesen 20 Leuten, die da in diesem Corona-Expertenrat drin saßen, gab es ja auch ein knappes Dutzend, was in Instituten arbeitet, was letztlich Gelder von der Bill und Melinda Gates Stiftung und so weiter bekommt. Also da ist quasi schon von vornherein eine gewisse Abhängigkeit da. Man wird in dem Corona-Expertenrat wohl kaum irgendeine Meinung geäußert haben, die jetzt dem eigenen Geldgeber widerspricht. Also von vornherein war da absolut keine Neutralität gegeben. Und
Was ich mich frage ist, abgesehen von dem medialen Versagen, hat ja auch die Politik versagt, weil die hätte es besser wissen müssen, hat sie an vielen Stellen wahrscheinlich sogar und hat ja eindeutig völlig gegen das Grundgesetz meiner Einschätzung nach gehandelt, weil es gab zum Beispiel diese Hammer-and-Dance-Strategie, wo man gesagt hat, Lockdown und alle einsperren, dann mal wieder ein bisschen 3 Wochen Luft geben zum Erholen und dann wieder, und das hat man ja wirklich über knapp 2 Jahre so durchgezogen, um die Leute völlig kürre zu machen. Das war eine amerikanische Strategie, die da vorgeschlagen wurde und die Bundesregierung hat das ernsthaft umgesetzt. Und da standen ja solche Dinge drin, wie die Mädchen sollen jetzt das Narrativ verbreiten, wenn sich Kinder mit ihren Großeltern treffen, sind die dann für deren Tod verantwortlich, für deren qualvollen Erstickungstod. Sowas wurde der Bundesregierung vorgeschlagen von amerikanischer Seite und unsere Mädchen haben das dann umgesetzt, genauso, und haben diese Panikmache verbreitet. Und da stellt sich doch die Frage, wer hat hier eigentlich das Sagen? Wer kontrolliert hier die Narrative? Wer kontrolliert unsere Medien eigentlich? Weil ich komme aus den Medien, ich habe 8 Jahre lang die Tagesschau mitgeschnitten und ich weiß, dass da viele Menschen arbeiten, wie wir das sind, die sind auch nicht blöd, die merken das auch. Und immer mehr steigen aus diesem GEZ-System zum Beispiel aus. Ja, wir hier bei Nuviso sind da auch so ein Auffangbecken schon fast, wie viele sich da in letzter Zeit gemeldet haben, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr ertragen, ich kann das Lügengebäude nicht länger aufrechterhalten. Viele gehen ja auch mittlerweile an die Öffentlichkeit mit ihrer eigenen Version. YouTube macht es auch für viele möglich, dass sie sich sozusagen da irgendwie in die Selbstständigkeit begeben, um endlich unabhängig ihre eigene Sicht der Dinge darzulegen. Und. Also ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus will. Das war jetzt eher ein Statement als die Frage. Aber da würde ich gleich mal die Frage stellen in dem Kontext. Sie sind an Universitäten beschäftigt. Befürchten Sie, weil Sie jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind mit dem Thema, irgendwie Repressalien, Sanktionen oder gab es da vielleicht schon mal was in der Hinsicht? Also ganz zum Beginn, als wir das erste Mal in der Berliner Zeitung waren, hat es Versuche gegeben. Aber inzwischen ist die Sache doch sehr anders geworden und die meisten Kollegen haben Interesse an dem, was wir machen. Es ist ja auch zu viel passiert inzwischen und das kann man ja auch nicht einfach so ignorieren. Mhm. Also auch wenn die Zeitungen nicht über die Sterberaten gerne schreiben, aber jeder kennt Menschen, die plötzlich verstorben sind. Also Mitte 40 und in der Nacht eingeschlafen. Jeder kennt solche Leute. Das kann man ja nicht immer unter der Decke halten. Und es ist ja auch so, wenn etwas verschwiegen wird oder zensiert wird, die Leute werden gerade, das ist ja die beste Werbung oftmals, ne? Mhm. Also für Bücher, die katholische Kirche verbannt hat, die konnten keine bessere Werbung haben. Und ich denke, hier ist das auch so. Ich meine, wenn man sagt, also gesperrt bei YouTube, dann, oh, was war das denn? Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Ja. Also, am Ende ist das nicht produktiv und das wird auch nicht gut gehen. Also was man braucht und was man nicht verhindern kann, ist, dass die Leute sich frei miteinander unterhalten und einander unterschiedliche Meinungen aushalten müssen. Und das wird kommen, der Damm wird brechen. Also man wird. Es sind 2 Dinge in meinen Augen, die da sehr wichtig sind. Das eine sind die Medien, wie schon erwähnt, wenn die sauber berichten würden und das auch regelmäßig dem Thema entsprechend, also relevant machen. Ja. Und gleichzeitig auch ihre Kollegen, Wissenschaftler, wenn die dann mit ihrer geballten Kraft sagen würden, Moment, das stimmt was nicht. Ich habe ein Bild vor Augen von einem Demonstranten in Amerika oder irgendwo englischsprachigen Raum, der hatte ein Schild vor sich. Of course all scientists agree when you censor the one who don't. Ja, also ich muss das jetzt nicht übersetzen, das hat jeder verstanden. Wenn nur noch die gewünschten Stimmen kommen, dann ist es ja klar, dass wir einen gewissen Konsens haben. Das haben wir in der Klimadebatte, die geht genauso schief. Ja, das haben wir in der Energiewende. Jetzt bei Corona haben wir es als Blaupause gesehen für alle Sachen, die jetzt kommen. Ich glaube, es braucht mehr Menschen wie Sie und Ihre Kollegen, die sagen, Moment mal, ich spreche nicht über Geisteswissenschaften, sondern ich gucke in mein Mikroskop, ich gucke in meinen Laser und kann Ihnen dessen Ergebnis sagen. Und die Kollegen aus dem Ausland haben das bestätigt. Was machen Sie damit, Herr Abgeordneter und so weiter? Ja? Also ich glaube, darauf läuft es hinaus. Und deswegen sitzen wir auch hier zusammen heute. Ja? Das ist jetzt nicht, weil wir einfach nichts anderes zu tun haben, sondern das ist ein historischer Moment. Ich will es jetzt gar nicht kleiner machen, wie es eigentlich ist. Ja? Wir alle, die wir versuchen, darüber Aufklärung zu machen, sind extrem gefordert. Jetzt nicht nur wir hier bei Nuviso, sondern die haben ja schon mehrere Interviews gemacht in dieser Richtung. Das ist extrem wichtig, um der Gesellschaft quasi zu helfen, zu verstehen, was schiefgelaufen ist in diesen letzten Tagen, in diesen letzten Jahren eben. Ja.
Ja gut, ich meine, da hilft natürlich dann die schlussendlich die Realität. Ja. Mhm. Weil nichts anderes machen wir ja eigentlich. Wir nehmen ja einfach nur die realen Zahlen, so wie sie da sind, und wollen mit denen darüber reden, ob denn hier nicht vielleicht Zusammenhänge bestehen können. Ja. Weil wie schon gesagt, als der große Pandemie war im Jahr 2020, noch kein Impfstoff und so weiter, ja, und dann ja gesagt wurde, es müssen Millionen sterben etc., ist den Leuten schon aufgefallen, dass etwas nicht so ganz stimmen kann, weil niemand kannte irgendjemanden, der an Corona gestorben ist. Ja, das war einfach so. Ja. Und dann kommt jetzt hier diese rettende Substanz und jetzt plötzlich sterben die Leute. Ja. Und wie du schon gesagt hast, ja, es kennt jetzt langsam jemand. Jetzt ist aber alles Long-Covid. Ja, ja, das ist nochmal ein Zusatzaspekt, der momentan so ein bisschen gezogen wird, wo man auch aufpassen muss, was das bedeutet. Aber nochmal auf die Übersterblichkeit zurückzukommen, die ja auch zuerst einmal geleugnet wurde. Ja. Und dann gab es ja hier saubere statistische Analysen, entweder von Hagen Scherb und Keiji Hayashi oder jetzt von Kubantner und Reitzner, die das ja nochmal sauber aufgedröselt haben, ja, und eindeutig und klar gezeigt haben, dass in dem Zeitraum, in dem jetzt dann diese Impfkampagne ausgerollt wurde, wir definitiv jetzt eine Übersterblichkeit haben. Ja, und wenn man das mal zusammenzählt, dann kommen wir ja über die Jahre 21, 22 so auf ungefähr 100.000. Ja, und zusätzliche Tote. Und da stellt sich jetzt doch eigentlich die Frage, kann das ein Zusammenhang sein? Ja, es ist ja nur erstmal, und das muss aber geklärt werden. Ja, richtig. Und bis das nicht geklärt ist, muss eigentlich das Ganze gestoppt werden. Ja, genau. Weil ich meine, erst einmal muss diese Frage und dann muss man, ja, und diese absurden Erklärungsversuche mit, ja, das sind im Sommer so und so, waren das alles Hitzetote oder Ähnliches, oder genau. Also, da langt man sich ja teilweise an den Kopf. Und ich meine, bei der Kuhband-Reizner-Analyse hat man ja sehr schön gesehen, dass auch altersabhängig die Übersterblichkeit genau in der Altersgruppe gestiegen ist, die gerade zu dem Zeitpunkt angefangen wurde zu spritzen. Ja, das ist dann schon eine sehr, sehr starke Korrelation. Und da würde ich sagen, jetzt muss aber auch geklärt werden, ob da auch eine Kausalität dahinter ist, ja oder nein. Dieser Aufklärungswille seitens der Behörden, der ist eher marginal, wenn ich an den Auftritt von Professor Lothar Wieler bei dem Untersuchungsausschuss in Brandenburg denke. Gerade Anfang 23 war das jetzt eben übrigens das einzige Bundesland, das sich für so einen Ausschuss entschieden hat. Alle anderen 15 Bundesländer haben das abgelehnt. Es gibt einen sehr interessanten Artikel von Alexander Wallasch, auch ein ganz toller Journalist, der den Artikel so beschrieben hat: Professor Wieler desinfiziert seine Hände in Unschuld. Und wenn man so liest, die haben da als Prozessbeobachter eben fungiert, sieht man eigentlich, wie der Mann da einfach nur nichtssagend, schon fast gelangweilt in dem Ausschuss saß, hat den Richter flehentlich angeguckt, muss ich da drauf jetzt antworten, war teilweise, ja, empathielos habe ich jetzt nicht gelesen, aber so fast schon teilnahmslos, kann ich mich nicht erinnern, war ich nicht zuständig, hatte ich keine Daten. Also der Mann hat sich verhalten wie so ein Schuljunge, der beim Clown erwischt worden ist, so nach dem Motto, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also es war unglaublich, was da in diesem Prozess stattgefunden hat. Und ich denke, das ist dann auch eine Blaupause für alle anderen Protagonisten in dieser ganzen Debatte. Also sprich, da haben wir ja dann noch den Spahn und jetzt Lauterbach an sich. Das ist ja sowieso, also ich kann gar nichts sagen zu dieser Personalie, weil das alles sprengt, was ich an Erklärungsmodellen zur Verfügung habe. Ja. Aber glauben Sie, dass wir mit den Menschen, die jetzt noch in Verantwortung sitzen, überhaupt so eine Art Aufarbeitung machen können? Weil die müssen sich ja dann ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie hier anfangen zu graben, oder? Damit haben Sie die Antwort ja schon gegeben. Ja, das ist so eine Eigenschaft von mir. Es tut mir leid, ich werde dafür kritisiert. Aber wie können wir das angehen? Müssen wir die erstmal austauschen, alle komplett, zack, weg, neues Personal und dann bitte neu aufsetzen, diese Ausschüsse? Also, das ist eine extrem wichtige und eine extrem schwierige Frage. Aber es ist natürlich klar, dass es außerhalb derjenigen sein muss, die hier dort auch tätig gewesen sind. Ja? Weil, wie Sie ja gesagt haben, ja, ich meine, die werden natürlich alles tun, damit es nicht rauskommt. Weil wenn ich irgendetwas getan habe, was nicht ganz in Ordnung war, und ich habe die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, dass es nicht rauskommt, dann werde ich das tun. Das ist rein menschlich. Ist menschlich, das ist voll nachvollziehbar. Ja, also die Menschen, über die wir reden, haben ja auch teilweise davon profitiert. Das kommt ja noch dazu. Ich würde gerne noch mal ein bisschen noch mal kurz rein in die Materie, weil es kam mir noch ein bisschen zu kurz. Wir hatten vorhin die Grafik gesehen, diese gelben Punkte unten. Das waren Chargen, die in Dänemark verimpft wurden, die auch am meisten verimpft wurden, die aber so gut wie überhaupt gar keine Nebenwirkungen nach sich gezogen haben. Was dann doch auch ein interessanter Aspekt ist, weil diese Chargen mit dem Wissen, dass sie so gut wie impfnebenwirkungsfrei sind, vom Paul-Ehrlich-Institut nicht zugelassen wurden für den deutschen Markt.
Da stellt sich erstens die Frage, warum? Weil für uns der Punkt Placebo, ja, ist jetzt nur ein Gedankenmodell. Aber wenn wir hier so dermaßen unterschiedliche Chargen von hochtoxisch mit 10% Nebenwirkungen und Chargen, die so gut wie überhaupt gar nichts verursachen, auch nicht in Nebenwirkungen, dass man da vielleicht irgendwie so eine versteckte Feldstudie vermuten könnte, weil die Daten sind ja bekannt, man hat die, und dass man aufgrund dieser gelben Punkte, die in dem hypothetischen Beispiel ja die Placebos sind, dass man die sozusagen mit dem Wissen, dass es Placebos sind, auch gar nicht erst zulassen musste, weil man und auch deswegen nicht zugelassen hat, weil was will man mit Placebos? Also wir wissen nur, dass das Paul-Ehrlich-Institut sie nicht zugelassen hat. Es könnte aber sein, dass eine andere europäische Behörde, zum Beispiel die belgische Behörde, die eben dann auch für ganz Europa die Zulassung geben kann, dass die für die Freigabe verantwortlich ist. Also freigegeben wurde es, aber nicht vom PEI. Das wissen wir nicht. Also wir können nur sagen, dass es nicht vom PEI freigegeben wurde. Ach so. Aber es gibt auch noch andere Labore also in Europa, die diese Zulassung haben, also die Zertifizierung haben, dass sie tatsächlich solche Chargen freigeben dürfen. Ja, es ist nicht nur das Paul-Ehrlich-Institut, sondern es sind auch noch andere Labore in Europa. Und das könnte sein, dass das eins in Belgien oder in Dänemark gewesen ist oder sowas, die das dann gemacht haben. Das entzieht sich hier unserer Kenntnis und wie schon gesagt, es gibt ja auch hier, das ist ja alles Spekulation und das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Ja? Das ist ja das, was wir irgendwie auch versucht haben von Anfang an, dass wir aus diesem Spekulativen herauskommen ins Argumentative, indem wir einfach zusammen hinsetzen und sagen, jetzt gucken wir uns das doch mal genau an, Leute. Ja? Und dass das irgendwo die ganze Zeit verhindert wird. Und deswegen ist man ständig irgendwie am Rumspekulieren, weil es gibt ja hier erstens die Möglichkeit, es war tatsächlich Placebo. Das heißt, es war tatsächlich nichts drin. Oder, wie auch schon angesprochen wurde, die Behörden sind einfach dadurch, dass es jetzt hier späte Chargen sind, schon so überlastet, dass sie alles, was kommt oder sowas, überhaupt nicht mehr verarbeiten können. Ja, und dass vielleicht in 5 Jahren die Zahlen noch ein bisschen höher sind, bis sie den Berg mal abgearbeitet haben. Oder sie haben es dann irgendwann alles gelöscht. Ja, oder. Das wäre ja die zweite Möglichkeit. Oder vielleicht noch, dass diese Charge war kein Placebo, war aber in irgendeinem Waggon, der eben mal für eine Woche oder ein paar Tage bei 30 Grad so schön in der Sonne, ne, im Sommer irgendwo rumstand. Aber dann wären ja Nebenwirkungen wahrscheinlich eher zu erwarten gewesen, oder? Wenn das ist die Frage, auf was basiert diese Nebenwirkungen? Ja, weil wenn die Nebenwirkungen auf die mod-RNA basieren, dann nicht. Wenn die Nebenwirkungen auf die Partikel oder also ähnliches. Die Adjuvantien, sozusagen. Genau, dann würde man eher sagen, ja, dann könnte das vielleicht doch eher. Aber diese Impfcharge, die gelbe Impfcharge ohne Nebenwirkungen, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es eher die mod-RNA ist, die Nebenwirkungen verursacht, als die Adjuvantien, weil, und das ist ja, glaube ich, auch neu, das hat der Professor Düker in einem anderen Interview erklärt, dass bei Placebos auch alle Adjuvantien erlaubt sind. Nur der eigentliche Wirkstoff, das wäre in dem Fall die mod-RNA, dürfte da nicht drin sein. Aber die Nanopartikel und die Lipide und alles dürfte in den Placebos sozusagen auch mit drin sein. Und wir bewegen uns ja jetzt im doppelthypothetischen Spekulationsraum. Ja. Wenn diese Adjuvantien da in diesen Impfchargen drin war, nur eben ohne Mod-RNA, und es bewirkt null Nebenwirkungen, dann wissen wir, dass die Nebenwirkungen allein durch die RNA-Technologie verursacht wird und eben nicht durch die Nanopartikel und so weiter und so fort. Das hohe Spekulation. Deshalb wäre es schön, wenn wir mal die Analysendaten auf den Tisch bekämen. Dann könnte man wirklich mehr sagen. Müsste man nicht mehr spekulieren. Ja. Ja. Und, aber da das ja so enorm wichtige Daten sind, wir reden ja jetzt hier nicht über irgendeine Lappalie. Nein, es geht um. Das betrifft jeden Menschen oder fast jeden Menschen weltweit, der diese Impfung bekommen hat. Ja, die Frage liegt auf der Hand. Ja, vor allem ist es jetzt momentan auch. Ich meine, wir haben ja jetzt das Problem, dass die nächste Charge wird ausgerollt. Es wird ja wieder es gesagt, es geht soll los, jetzt ja. Der nächste Schuss sozusagen kommen, wenn wir das mal so nennen. Und deswegen habe ich ja auch dann zusammen mit dieser Ärztegruppe aus Tübingen, mit denen ich ja auch zusammengekommen bin, über diese Post-Vac-Betroffenen, ja auch ein Moratorium dann auch an die STIKO bzw. respektive Mertens geschrieben und gesagt, wir müssen das jetzt stoppen. Ja, Impfempfehlung ganz klar zurück. Es muss erst einmal ganz geklärt werden, ob diese negativen Aspekte, die in gewisser Weise auf der Hand liegen, wirklich ausgeräumt werden können oder untermauert werden. Ja? Weil wir brauchen letztendlich auch mal noch mehr
Ja, Obduktionen, wir brauchen mehr Biopsien, wir müssen tiefer in das Ganze hineingehen. Ja, also das, was zum Beispiel ja von Arne Burkhardt hier mit angestoßen wurde oder auch sehr stark vorangetrieben wurde, muss einfach in eine viel größere Breite gebracht werden, damit wir das auch tatsächlich mal erkennen können. Es gibt ja jetzt gerade eine neue Publikation, die auch darauf hinweist, dass man dieses impfinduzierte Spike-Protein beispielsweise über Massenspektrometrie herausbekommen kann. Ja, und Proteomics dann hinterher, Proteomics-Analyse, bekommt man das heraus. Und das kriegt man über einen Blutstropfen. Ja, und das wäre natürlich eine super Sache, um das hier breit auszurollen, um zu gucken, die, die jetzt hier die entsprechende Schädigungen haben, haben die infektiöses Spike-Protein oder haben sie mRNA-Spike-Protein, was sie produzieren, was dann vielleicht diese Schäden ausruft. Und wenn man da eine Methodik hat, mit der man da relativ einfach rankommen kann, wäre das natürlich ein wunderbarer Ansatz, um das Ganze nochmal ein bisschen klarer zu machen. Weil das führt ja jetzt auch in den Punkt hinein, wie Sie ja gesagt haben, aktuell wird ja immer gesagt, das sind alles jetzt hier Long-Covid-Geschichten. Wie viele Long-Covid aber post-vax sind? Ja, weil wenn Sie eine Schädigung haben, die dann so langsam irgendwie da vor sich hin wabert und dann kommt nochmal eine Infektion obendrauf, ne? Und dann kommt diese Schädigung aber erst zum Tragen. Ja, dann haben sie einen positiven PCR-Test und dann werden die alle in die Long-Covid-Schiene hineingeschoben, ja, obwohl sie eigentlich durch die Impfung geschädigt wurden und eigentlich für die, als Post-Vac-Geschädigte gelten müssen. Ja. Und ich meine, das wird ja teilweise sogar von, ich meine, das Interview haben Sie ja sicherlich auch gesehen, Mertens, von dem Herrn Mertens mit der Frau Retzler. Sie müssen sagen, Sie haben Long-Covid und nicht Post-Vac und dann haben Sie Versorgung. Ja, ja, genau. Ja. Und wenn das der Chef der STIKO sagt, dann... Ja, und ich meine, ich kenne ja, die Frau Retzlaff ist ja diejenige, die sozusagen ja mich angeschrieben hatte und über die bin ich dann in diese Tübinger Ärztegruppe hineingekommen. Ja. Aber ich meine, es ist... Ich wollte gerade davon sprechen und dann ist unfassbar. Ja. Aber was eben diese gewünschte Reichweite betrifft, ist da ja eher der Trend abbauend. Wir merken es auch bei uns, wir hatten vor ein paar Jahren wesentlich mehr Reichweite als heute. Das wird halt sukzessive im Hintergrund irgendwie mehr und mehr abgedreht. Jetzt gibt es einen neuen... Google hat sich neue Richtlinien gemacht, was die Suchergebnisse betrifft. Da werden solche Informationen in Zukunft gänzlich rausgehalten, also nicht nur auf Seite 5 und 6 geschoben, sondern einfach gänzlich rauszensiert. YouTube genau dasselbe, ist ja Google. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Community-Richtlinien, die YouTube sich selber auferlegt, mittlerweile der journalistische Standard in Deutschland sind. Was man auf YouTube nicht sagen darf, das sagen wir auch mal lieber nicht im deutschen Fernsehen. Das ist mein Eindruck. Und wenn man sich eben doch wagt, auf YouTube mal über solche Themen zu reden, dann gibt's dann gleich noch die Belehrung unten dran, der Verweis auf Wikipedia. Da braucht man nur dreimal WHO sagen oder Corona oder Virus. Und dann ist unter dem YouTube-Video schon der betreffende Wikipedia-Artikel und der Hinweis, dass nur, und zwar ausschließlich nur, die Verlautbarungen der WHO da gelten. Und dieses Recht behält sich YouTube vor und es ist ihr Recht, aber dass die deutschen Medien das dann eins zu eins übernehmen, das finde ich dann doch erstaunlich. Und eben genau aus den Gründen kann man auch diese Sendung hier nicht bei YouTube hochladen. Also ich meine, ich kann es schon machen. Vielleicht mache ich es mal testweise, irgendwie mal schauen, was passiert. Aber lange wird die dann nicht Bestand haben. Und genau das verhindert ja die Debatte. Dass genau das verhindert, dass es eben viele Menschen zu sehen bekommen. Und hier reden wir noch nicht mal über irgendeinen Konzern oder so, auf den wir hier Druck ausüben könnten oder so. Das sind Facebook, X und vor allem eben YouTube und so weiter, die darüber bestimmen. Und ja, jetzt habe ich schon wieder keine Frage gestellt, aber das ist eben leider das, was ich da sehe. Und umso mehr ist es eben wichtig, dass Menschen wie Sie da erstens den Mut haben, zweitens vor allem eben auch die Expertise. Sie wissen, worüber Sie reden und dann eben auch noch die Konsequenz haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Dafür vielen, vielen, vielen Dank. Also das kann man auch gar nicht wert genug schätzen, ja? Wie wir erst vor kurzem erfahren mussten, weil uns selber gar nicht bewusst ist, was diese Arbeit hier, wenn sie auch nur von wenigen Tausend gesehen wird, das ist nicht das, was Mainstream ist, aber tatsächlich verbreitet sich dieses Wissen auch unter der Hand. Und wenn ich mit Menschen auf der Straße rede, hier zumindest in Ostdeutschland, habe ich schon das Gefühl, dass da sehr, sehr viele kritisch sind und schon lange nicht mehr glauben, egal bei welchem Thema, was da groß verlautbart wird. Ist vielleicht auch so ein ostdeutsches Phänomen, weil hier kennt man das, ja, dass dieses Wissen, ja, das, was die da im Fernsehen erzählen, ist eh nicht wahr. Das kann man sich hier in den ostdeutschen Ländern tatsächlich noch vorstellen. Ja. Vielleicht ist es noch in den alten Bundesländern zu lange her. Aber jetzt das neue Meme schon, habt Nachsicht mit den Westdeutschen, es ist ihre erste Diktatur. Weißt du, das sagt der Ossi. So scharf würde ich es nicht formulieren, aber in die Richtung geht es vielleicht auch so ein bisschen. Und deswegen wird es mit... Die Sachsen, ja, die sind ja ganz besonders böse bei dem Thema. Aber
Deswegen von meiner Seite her vielen, vielen Dank, dass Sie das machen. Ich vielleicht nochmal fragen, Sie sagten, die Zuschauerzahlen bei Ihnen gehen nach unten, aber gehen die genauso schnell nach unten wie beim Spiegel? Also nee, es ist die Anzeige, die wir haben pro Sendung, bei den Aufrufen, die ist rückläufig. Aber was gespiegelt wird von Zuschauern, die wir persönlich treffen oder auch halt die Anzahl der Menschen, die uns kontaktieren, ist es eigentlich eher andersrum. Mhm. Also dieses Wort Shadowbanning, also in den Schatten stellen, dass man uns nicht findet in den Suchanfragen, dass Zählungen rückläufig sind. Also wenn du guckst, an dem Tage habe ich 25.300 Aufrufe und am nächsten Tag sind es 22.400 zum Beispiel. Das kommt auch vor, ja. Solche Sachen, wo ich mir denke, wir haben in einem Livestream haben wir so und so viele tausende Zuschauer, steht da dran und dann sagen wir, macht mal bitte jeder einen Daumen hoch und dann habe ich plötzlich 8.000 Daumen hoch, wo ich mir denke, Moment, es sind doch nur 4.000 da, wieso können jetzt plötzlich 8.000 sagen, das ist super? Also diese ganze Manipulation über die Zahlen und so weiter, das findet tagtäglich statt, also permanent. Und ich sehe es ja auch, wie diese großen Tech-Konzerne da auch von Anfang an mitgearbeitet haben, dass also rezensiert wurde, blockiert wurde, unterdrückt wurde. Der Zuckerberg hat es selber in einem berühmten Podcast mit Joe Rogan gesagt, dass das FBI an ihn hingetreten ist und hat gesagt, du darfst es jetzt nicht, also was jetzt der amerikanische Bhakti gesagt hat, darfst du auf gar keinen Fall weiter verbreiten und so weiter. Und das Gleiche sehen wir jetzt mit dem Digital Service Act von der EU. Wir sehen es mit den neuen Richtlinien, was Frank gerade schon erwähnt hat oder so. Und ich glaube also wirklich, meine Wahrnehmung ist, dass die jetzt tröpfchenweise versuchen, die nächste Runde aufzusetzen. Vor allem fürs nächste Jahr, die Wahl in Amerika, dass das wieder über Briefwahl stattfindet, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass dieser hirntote Biden mehr oder weniger da nochmal irgendwie rankommt. Also es ist, ich komme mir wirklich vor, als würde ich hier einem Theaterstück zuschauen, bin aber gleichzeitig Akteur in diesem Theaterspiel. Ja, so, das ist, bin ich zu weit? Ich bin gerade in Rage. Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, das geht vielen von uns momentan so, oder dass man sich ab und zu mal wirklich kneifen möchte und hofft, dass man aufwacht. Aber leider funktioniert das nicht. Ich denke die ganze Zeit über die wahren Verursacher oder die Triebfeder nach. Ich habe nur mal aus der Erinnerung neulich Abend mich hingesetzt und habe mal so aufgeschrieben, was uns jetzt eigentlich alles bewusst ist. Nur mal ganz kurz ein paar Punkte. Also wir wissen, es wurde im Labor hergestellt. Es gab eine riesige Propagandawelle zur Panikerzeugung. Diese Schockbilder wie in Bergamo, die wurden alle inszeniert, das wissen wir jetzt. Das war ein Schiffsunglück von Lampedusa, die Bilder, die man da gemacht hat. Dann gab es die großen Plattformen wie Facebook und Twitter, die haben eben Daten zensiert, kritische Stimmen unterdrückt. Die kritischen Ärzte wurden zum Schweigen gebracht von Anfang an. Wirksame Medikamente wie Ivermectin wurden verboten, Pferdemittel und so weiter. Dann ging es weiter, die Beatmungen. Die waren vollkommen kontraproduktiv und wahrscheinlich, wie auch einige Ärzte gesagt haben, waren die sogar für viele Tote verantwortlich. Das war vollkommen überflüssig. Dann diese Chargen, ihr Spezialgebiet haben wir besprochen. Die Schädlichen wurden bevorzugt verimpft, die anderen eben nicht. Dann die Impfnebenwirkungen wurden von Anfang an verschwiegen, schon aber in den Tests erkennbar gewesen. Also da hätte man schon eingreifen müssen. Impfopfer, müssen wir gar nicht drüber reden, die werden überhaupt nicht ernst genommen. Hart ist, oder krass ist vor allem, die Hersteller wurden komplett aus der Haftung rausgenommen. Stichwort SMS von Lyon an Buller von Pfizer, dass du nach dem Motto, ich bestelle hier so viel, wie es geht. Du musst dir keine Sorgen machen. Dann der Staat, wie er gegenüber den Demonstranten vorgegangen ist, dass da also mit brutalster Härte vorgegangen ist. Es gibt keine Aufarbeitung des Ganzen. Die Täter sind immer noch in Amt und Würden. Und da frage ich mich dann schon, was für Kräfte dahinter wirken, wenn, und die Liste ist ja noch nicht, das ist jetzt nur aus meiner Erinnerung, die könnte man noch um 20 Punkte verlängern. So, gegen wen gehen wir hier eigentlich an? Was für ein Mindset, was für eine geistige Ausrichtung ist denn da eigentlich der Verursacher von diesen ganzen Maßnahmen weltweit? So, ich bin damit überfordert. Ich habe keine Erklärungsmuster, ich habe keine Erklärungsmodelle, die in unseren Rahmen passen. Ich weiß nicht, ob man da einen größeren Rahmen spannen müsste, aber ich müsste man definitiv einen größeren Rahmen. Ja, glaube ich schon. Ja. Vor allem, das geht dann. Das ist ein anderes Fachgebiet, würde ich mal sagen. Ja, ja. Also Bereich. Keine chemische Frage. Nein. Aber es ist definitiv etwas, was einen natürlich auch immer beschäftigt und wo man aber eben auch, ich meine, da müsste man dann mit Soziologen. und Gesellschaftsphilosophen etc. dann sich auseinandersetzen, was dann dafür. Ich meine, das ist immer solche
solche Strukturbildungen gibt, ja, dass sich immer Rudel bilden oder ähnliches, oder irgendwie Leute sich hinter Ideen versammeln und dann, das ist normal. Ja, und hier wohl auch, ja, aber was jetzt hier, wer wirklich dann sagt, da geht's lang, oder ob das alles irgendwie so ein vorauseilendes ist, wo keiner irgendwie gesagt hat, ja, aber alle machen es irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, das ist schwer zu sagen. Ja. Und, aber es ist natürlich erschreckend zu sehen, dass das wirklich hier weltweit so ausgerollt wurde, ja, und immer noch am Wirken ist. Ja. Das ist ja das Schlimme, dass wir jetzt die nächste Runde haben. Ja. Man, wenn jetzt dann wenigstens die Sache und das ganz langsam eine Aufarbeitung stattfinden würde, okay, aber dadurch, dass jetzt das nächste kommt, muss eigentlich eine Aufarbeitung schnell stattfinden, ja, weil ansonsten, wenn da der Zusammenhang besteht zwischen diesen mRNA-Spritzen und dieser Übersterblichkeit, geht es um Leben und Tod. Das ist ganz klar. Ja. Und wir reden hier nicht von irgendwie drei Leuten oder sowas. Ja. Millionen. Ja. Und es kann ja auch ganz schnell gehen. Also in den letzten Wochen war wieder die aktuelle Variante unter besonderer Beobachtung. Eris heißt sie, glaube ich, diesmal. Und da hat man ja das Gefühl, dass es schwebt jetzt wie so ein Damoklesschwert über uns ein. Also zu jeder Zeit könnt ihr da sozusagen auf den Pandemie-Knopf drücken und irgendeine neue Variante verkünden. Und interessanterweise ist ja auch die Tatsache, dass es ja während dieser Corona-Pandemie ja offensichtlich kaum Grippetote gab. Also die sind da irgendwie wahrscheinlich mit, ist davon auszugehen, dass ein Influenza-Toter zu der Zeit, wenn er einen positiven PCR-Test gleichzeitig hatte, ja als Corona-Toter gegolten hat. Deswegen hatten wir da nur die 400 Grippetoten im Vergleich zu den 15.000 bis 18.000, die wir da sonst haben. Mhm. Und im Endeffekt könnte man da und der Stelle ja fast schon einen Etikettenschwindel unterstellen. Und jetzt hat man das Gefühl, mit dieser Grippewelle, die vorher immer nur so eine Randnotiz war, ja, lass mal Grippe, Schutzimpfung auffrischen und so weiter, das hatte sonst nie große Auswirkungen. Und jetzt hat man dem sozusagen wie so eine Art kommerzielles Label rangepackt, wo man mit PCR-Tests und allen möglichen, auch Apps und diese Digitalisierung, die es vorangetrieben hat und natürlich auch für die Pharmaindustrie besonders bedeutsam in der Hinsicht, es hat sehr viele kranke Menschen verursacht durch die ganzen Lockdowns und durch die psychologischen Schäden und so weiter und so fort. Das ist ja für die Pharmaindustrie ein Paradies, was sie sich da erschaffen haben. Ja, ganz neue Märkte erschlossen. Und wie eben gesagt wurde, das ist ja noch nicht vorbei. Das kann da jederzeit wiederkommen und es scheint ja auch so zu sein, dass das jetzt jetzt ist Anfang September, es geht jetzt wieder los. Und genau deswegen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Leute wieder mitmachen? Dass da ein Großteil wieder. Die Frage wurde mir sehr oft gestellt. Ich beantworte sie dir im Moment mit ja, ich kann mir das leider vorstellen. Ich kann es mir leider auch vorstellen, vor allem wenn die Medien mitmachen. Wenn wieder dieses Trommelfeuer kommt von der R-Wert und das Dashboard und die Horrorzahlen und die Blicke in die Intensivstationen, die heulende Intensivschwester, die sagt, es ist so schlimm und so weiter. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass der Erkenntnisprozess bei vielen Leuten noch nicht so weit ist. Ja, weil sie die Informationen nicht haben. Deswegen umso besser, dass wir zumindest im Bereich anorganische und analytische Chemie darüber gesprochen haben. Ich habe immer noch nicht verstanden, heißt Chemie oder Chemie? Das ist so die Medienfrage. Beides ist möglich. Beides ist möglich. Ja, kann man beides sagen. Ja, ja. China und China. Beides ist erlaubt, ja. Okay. Also ich glaube, wir sind durch, oder? Wir haben das Thema ausgiebig erörtert. Da wir die letzten 10 Minuten überwiegend gequatscht haben, wahrscheinlich schon. Was wäre denn für Sie jetzt, also als letztes Statement, was wäre denn ein Wunsch, den Sie hätten an nicht nur an die Gesellschaft, sondern auch an Ihre Kollegen? Es wird bestimmt beachtet werden, das, was Sie hier sagen, was Sie an anderer Stelle gesagt haben. Was würden Sie sich innerlich wünschen, was jetzt in der nahen Zukunft wichtig wäre? Also Aufklärung, Daten auf dem Tisch. Ja. Das wäre das, was wir uns wünschen würden. Und außerdem natürlich auch wieder zurück zur Wissenschaftlichkeit. Das heißt Debattenkultur. Wir müssen miteinander reden und streiten. Das ist ja jeder das, was Spaß macht. Kann seine Position haben. Es können ja auch jede Menge Leute, die sagen, das mit der mRNA oder sowas, das ist das Tollste, was es gibt, seitdem irgendwie, was weiß ich, was erfunden wurde. Das ist ja in Ordnung. Aber dann müssen sie das belegen und dann können die anderen sagen, nee, das ist die größte Katastrophe, die es bis jetzt seit Entstehen der Menschheit Geschichte gibt. Und dann müssen die gegeneinander und dann muss Argument gegen Argument. Ja. Genau, aber erstmal die Fakten auf den Tisch und dann kann man sich über die Ansicht drüber streiten. Aber ohne Fakten ist es pure Ideologie zu diskutieren. Genau. Ja. Und zwar, das gilt natürlich nicht nur für Corona. Das gilt, Sie haben es kurz angesprochen, ja, für Klima, CO2 oder was weiß ich was dann genauso. Ja, weil da gibt es ja auch ein Banning. Ja. Manche Sachen dürfen nicht gesagt werden. Ja. Das ist der Tod der Wissenschaft. Ja, das geht nicht. Ne? Die Wissenschaftler selbst betreiben eigentlich, die begehen Selbstmord in gewisser Weise, ja, durch ihre Art und Weise, wie sie da. Aber das liegt natürlich auch daran, weil eben ja viele immer mehr in Abhängigkeit getrieben wurden, ja, weil die Wissenschaft ja auch hier immer mehr von den Geldgebern abhängig ist. Ja. Und ja, das Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja? Und dann wird eben nicht, ich meine, wenn Sie jetzt irgendwie 2 Millionen von Remsma oder sowas an Mittel einwerben, dann werden Sie sicherlich keine Studie aufsetzen können, die zeigt, dass Rauchen schädlich ist. Ja? Also, ganz im Gegenteil, ja? Da müssen Sie irgendwas anderes. Und so ist das halt. Und dadurch, dass das immer
abhängiger geworden ist. Das heißt, die freien Räume sind immer kleiner geworden. Es wird immer mehr Einfluss genommen. Ja, und das ist natürlich etwas, was auch zurückgedrängt werden muss. Weil wir brauchen die freie Wissenschaft. Wir brauchen den Wissenschaftler, der wirklich wissensgetrieben, also nicht so, ich will jetzt die Welt retten oder ich will sonst irgendwas, sondern einfach nur, da gibt's noch nichts, ich finde das spannend, da hat noch keiner nachgeguckt, ich mache das jetzt. Und dann macht er das. Ja. Und dafür kriegt er dann auch seine Mittel, und die sind ja meistens nicht gigantisch, sondern überschaubar. Mhm. Und vielleicht kommt was Tolles raus. Ja. Vielleicht kommt auch nur hinterher raus, dass er irgendwo in irgendeinem Lehrbuch eine Seite füllt oder sowas. Ja. Gut, was niemandem irgendwie großartig nützt. Ja. Oder es ist genau der Punkt, der eben das Ganze weiterführt. Ja. Weil nur wenn man irgendwie neue Wege geht, wird man auch irgendwas Neues finden. Ja. Wenn sie die ausgetrampelten Pfade immer langlaufen, ja, dann ist man eben der 300. der über die Blume tappt oder sowas. Ja. Aber... Ja, aber wenn man rausgeht, da kann man das Neue finden. Und das ist eben wichtig. Aber dafür brauchen wir freie Wissenschaft. Ja. Und die ist eben auch immer stärker eingeschränkt worden. Und jetzt sogar in der Tat, ja, dass man nicht mehr wirklich Themen offen benennen darf. Ja. Und es kann ja jeder sagen, ja, CO2 ist hier dafür verantwortlich. Das ist in Ordnung. Aber dann kann man eben auch ein anderes Argument sagen und sagen, nee, bin ich jetzt nicht der Meinung. Ja. Also das wird überbewertet, weil erstens mal dieses hochkorrelierte System, chaotische Systeme neigen dazu, dass sie eben nicht voraussagbar sind. Ja, das ist halt, das ist mathematisch darin begründet. Und deswegen muss das andere Argument genauso gehört werden. Und dann kann man ja sagen, ja mein Gott, wenn man aber eben ja die mittlere Höhe der Thermometer, bei der man die mittlere Temperatur misst, eben einfach mal um 10, 20, 30 Meter nach unten nimmt. Ja, ich glaube, unten wird es ein bisschen wärmer als oben. Ja, also das wäre zumindest mal ein Ansatz zu sagen, vielleicht gibt es auch noch eine andere Erklärung. Also ich sehe schon... Wir werden uns wahrscheinlich nochmal wiedersehen hier zu anderen Themen. Würde mich sehr, sehr freuen. Robert hat es schon gesagt, ich glaube, wir sind durch. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen, für dieses auch wichtige Thema und dass es überhaupt Menschen gibt mit Professorentitel von Universitäten, die das so in klare Worte fassen und da auch dranbleiben und die richtigen Fragen stellen. Und selbst wenn sie keine Antworten bekommen, dann trotzdem mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehen. Wie gesagt, kann man nicht einschätzen. Ja. Also vielen, vielen, vielen Dank. Danke und für den Mut, den Sie auch haben, indem Sie sich in die Öffentlichkeit bewegen. Ich weiß, was Sie da vielleicht riskieren, aber umso mehr Dankeschön, dass wir die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, wir bedanken uns auch. Danke. So. Ja.